Und damit seid ihr gegrüßt, meine lieben Zweigenommen, aber zu denken und zurück zu einem neuen Part. Super Mario 64 in Super Mario 3D All-Stars. Habe ich wieder zusammengekriegt. Ja, ich versuche hier gerade nochmal was. Na gut, Doppelsprung müssen wir können. Das hatten wir vor einigen Parts schon. Thema Doppelsprung. Ein schmerzhafter Part war das. Da können wir gar nicht hoch. Oder wie sieht das aus? Bevor du weitergehst, solltest du nach den versteckten Schaltern suchen. Hast du sie gefunden, kannst du alle bunten Blöcke besonderer Münzen finden. In roten Blöcken findest du Federkappen, in grünen Titankappen und in blauen Tarnkappen. Allerdings musst du bereits einige Sterne besitzen, um die Schalterpaläste finden zu können. Da waren wir doch schon. Oder was? Da kann man rein, oder? Um sein Leben abzuholen. Gab's da nicht noch ein verstecktes Level hier? Konnten wir da nicht rein? Konnten wir hier nicht? Ich erinnere mich daran, dass es da was gegeben hat. Vielleicht irre ich mich auch nur. Ich versuche es einfach mal jetzt. Muss man erstmal dran zielen. Muss man erstmal zielgenau dorthin hinlaufen. Das Bild, wenn die Kamera schwenkt. Verdammt. Ja, jetzt noch richtig laufen. Ach, Leute. Da ist es oben hier. Ihr seht es nicht, aber ist es. Ach verdammt. Ja, jetzt komm. Geh mal hinein. Die erste Quest haben wir jetzt schon erledigt. Das habe ich ja schon. Das habe ich aufzugehen dann doch noch hingekriegt. Tauche das in das Schiffswrack. Und jetzt locken wir den Aal aus dem Kanu heraus. Okay, los geht's. So, na dann. Die Aalgeschichte müssen wir jetzt machen. Den haben wir schon mal herausgelockt. Und jetzt hat er wahrscheinlich einen Stern für uns. So wie es ausschaut. Dann müssen wir dem Aal mal seinen Stern abnehmen. Na komm. So, wo ist der Aal? Das Boot ist weg. Oh. Hier ist ein Stern. Da müssen wir erstmal hinkommen. Ja, durch den Strom, da kommen wir nicht so einfach. Interessant. So. Jetzt den Aal rauslocken, bevor wir hier drauf gehen, weil wir von dem Aal erschlagen werden. Ertrinken würde ich sagen, aber das ist auch gut. Braucht dringend die Münzen. Das Leben bräuchte ich auch, aber gut. So. Na dann. Holen wir uns mal den Stern, der dort hinten in dem Schweif des Aals hängt. Ja. Und wo ist er denn, der Aal? Eben hatten wir noch ein Blickfeld. Oh, der geht da zurück in seine Höhle. Das ist nicht gut. Ja, wir waren eh schon tot. Jammei. Gut. Alltauchen, das muss geübt sein. Das muss gekonnt sein. Dafür haben wir den dritten Stern dann schon. Na komm, das kriegen wir doch hin. Was macht Mario jetzt hier? Seltsame Sachen. So. Na komm, nochmal auftauchen. Ja, gerade runter. Am besten lassen wir uns von dem Aal gar nicht treffen.
Da haben wir ja bessere Karten. Wir sollen ihn ja nur rauslocken. Komm raus. Ha, hu. Münze. Nicht alle auf einmal. Du bist verrückt, Mario. Was ist? Kommst du raus? Oh wei. Wo ist denn der Aal jetzt hin? Ist er wieder verschwunden oder was? Müssen wir uns einmal treffen lassen oder was ist hier los? Kommt der jetzt gar nicht mehr raus oder was? Und was machen wir jetzt hier? Der Aal ist noch drin. Das Leben kriegen wir eh nicht. Einmal auftauchen wäre nicht schlecht. Ich kenne die Höhle. Versuchen wir es nochmal. Nachdem wir uns einmal getroffen lassen haben, dann schwimmt der hier ja einmal rum. Das ist eine blöde Idee, sich treffen zu lassen. Von dem. Na komm, komm raus, kleiner Aal. So klein bist du gar nicht. Verdammt. Ab zum Stern. Ich war hier gerade noch. Da komm, hier. Bevor du zurückspinnen und schwimmst. Ich hol mir den Stern. So nah dran. Na komm. Auwei. Na komm, das darf doch nicht sein. Hier, kurz rum. Kurz vor knapp. Verdammt. Und jetzt hat er uns gefressen. So knapp davor. Meine Fresse. Alle guten Dinge sind 83.000. Ja. Gut, auf ein neues. Ich beschäftige mich wieder. Ich brauche hier mal ein Weilchen noch, um das hinzukriegen. Ein paar Versuche. Ihr kennt's. Ist nichts Neues mehr. So, jetzt lock ihn raus. Wir müssen, glaube ich, nur auf seiner Ebene bleiben. Dann bleibt er hier. Und wo ist er? Hier ist er. Na komm. Verdammt. Das war kritisch. Wo ist der Aal? Hin da. Na komm. Der Stern. Auwei, wir waren schon direkt unter ihm. Nein. Wie komme ich an diesen verdammten Stern ran? Der verdammte Stern. Ich sollte vielleicht mal kurz auftauchen, da ich an die Münzen nicht so leicht rankomme. Sagte er und kam an die Münzen ran. Das Universum hasst mich. Ich sage, ich komme nicht an die Münzen ran, ich komme an die Münzen ran. Ich schaffe es nicht, den Stern zu bekommen, hier beim Wal, sage ich ja schon. Deswegen kann gute Tiere unterscheiden. Oh je. Wir werden sterben, wir werden ertrinken. Schnell hier hoch. Wir werden sterben. Kurz vom Wasser auftauchen. Huha. Ich muss das öfter sagen, ich muss öfter solche Sachen sagen. Das macht immer das Gegenteil. Wir werden die Quest verkacken, wir werden den Stern hier niemals bekommen. Ich werde das jetzt hier nicht perfekt machen. Ich werde jetzt hier nicht den...
den Stern holen. Das mache ich jetzt ganz schlecht. Ja gut, dann gut. That's what he said. That's what he said. Gut, 10 Stunden später. Ich hatte heute eigentlich vor, den Kurs hier mal zu schaffen und hier mal die Quest abzuarbeiten, aber ja gut, sind wir hier. Muss eine Stunde an dem einen Stern aufhalten. Das ist auch eine Möglichkeit, die Parts rumzubringen, rumzukriegen. 2 Leben habe ich noch. Ja gut. Machen wir hier erstmal ein Game Over. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob wir vielleicht erstmal einen anderen Stern holen, aber das ist ja dann auch nicht die Lösung. Es ist. Letztendlich muss es gemacht werden. Und letztendlich. Früher oder später. Ob wir jetzt hier in diesem Part stundenlang festhängen. Oder im nächsten. Na komm. Verfickter Krampf. Kinderfreundlich bleiben. Direkt von den Münzen, ich glaub's nicht. Es ist doch. Ich glaub's nicht. Wo ich hier sterbe. Trägt bei den Münzen. Einen Millimeter weiter. Ich hätte eine Münze gekriegt. Jo. So, 100 Münzenjagd wird hier lustig. Das wird spaßig. Ach du Schreck. Na komm, siehst mich? Sehr gut, komm raus. Der Sack kommt nicht raus. Muss er mich erst gefressen haben, bevor er rauskommt hier. Oder was? Der Sack, das Sackgesicht hier. Jetzt komm schon. Lass mich von dir nicht verspeisen. Der ist immer noch drin. Ich glaub's ja nicht. Ich tauche hier gerade noch auf. Wir müssen ihm wirklich vor der Nase lang schwimmen. Bis da mal was wird. Immerhin, 3 Kurse haben wir schon beendet. Ein Anfangserfolg. Anfängerglück, könnte man meinen. Oh wei. Na komm, jetzt bleibt auch draußen. Es bleibt draußen. Dieses Sackgesicht. Dieses Sackgesicht. Ich muss dich erst verspeisen. Ja, jetzt komm doch auch bitte raus. Bin ich hier eh schon. Ich sterben muss. Münzen, 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 Münzen. Münzen! Verdammt! Ich werde sterben, bis ich da hoch bin. Und tschüss. Immer wenn ich das sage. Ich weiß nicht, was los ist hier. Das ist. Schlimm. Ich kann das Spiel auch nicht austricksen, wenn ich sage, ich kann das Universum auch nicht austricksen, wenn ich sage, ich bin schlecht, ich schaffe das nicht, dann schaffe ich es auch nicht. Wenn ich sage, ich bin gut, dann schaffe ich es nicht. So, allgemein ziemlich scheiße hier. Dann kommst du jetzt mal raus hier. Meine Fräse. Meine Fresse. Oh Gott. Münzen und ich verreck hier. Okay, ich verreck hier. Das kann man doch nicht mehr mit ansehen. Das ist doch hier. Das ist doch. Das kann man doch nicht anbieten. Das ist doch hier. Wir haben hier gleich ein Game Over.
Dann spiele ich das offscreen. Ich muss das offscreen machen, wenn ich jetzt hier, wenn ich nach dem Game Over mach mal das so. Habe ich jetzt hier 5 Versuche gemacht. Und müssen wir hier nach einem Game Over machen wir das als Regel. Mache ich das offscreen und wir sehen uns dann wieder. Das ist, ich meine, hilft nichts. Irgendwann muss es ja dann auch vorbei sein. Irgendwann muss man ja auch weiterkommen. Fürs Let's Play muss ja dann irgendwann auch finito sein. Jetzt strengen wir uns noch ein bisschen an hier. Versuchen das mal zu rallen. Dass der mal rauskommt. Komm hier raus. Verdammt. Jetzt sind wir auch am Sterben hier. Ja, die Münzen zu erreichen, das ist immer ein lustiges Spiel. Jetzt komm an den Stern. Vielleicht kriegen wir ja den Stern, bevor wir sterben. Verdammt, so nah dran. Verdammt, Mario. Verdammt, so dicht vom Stern. Das gibt's nicht. Ja gut, ich mach offscreen weiter und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin. Here we go! Endlich. 10 Jahre später. Locke den Aal. Kano heraus. Ach, der Aal heißt Kano. Na, da speichere ich sowas von ab. Und weiter geht's. Meine Güte. Hat ja nur eine halbe Stunde gedauert. Finde die 8 roten Münzen. Okay, das ist jetzt mal ein bisschen was Entspannteres. Es ist ein bisschen eine Runde Münzen suchen. Ist ein bisschen was. Ein Gechillteres, das kriege ich doch hin. Ich glaube, die schwersten Aufgaben haben wir jetzt schon hinter uns. Würde ich behaupten. Zumindest für mich. Das mit dem Aalfangen und so weiter. Ist jetzt auch hier eine Geschichte, da hochzukommen. Ich glaube, hier war eine rote Münze, wenn ich mich nicht komplett irre. Ah, siehste. Ein bisschen kenne ich mich da auch schon aus. Da oben sehe ich welche. Münzen sammeln. Sehr gut. Auf zur roten Münze. Hier sollte man nach Möglichkeit nicht runterfallen. Um aufs Schiff zu kommen. Münze Nummer 2. Oh, verdammt. Warte, das können wir erst machen, wenn die Kiste nach hinten kommt. Da ist ja auch tief genug. Und aus irgendwelchen Gründen ist das dann tiefer hier. Ja. Kiste kommt. Und wir springen. Sehr gut. Nummer 4. Okay. Schauen wir uns mal um, wo es noch welche geben könnte. Da gibt es einen Stern. Und rote Münzen. Da Wasser finden wir bestimmt noch welche. Ich könnte schwören, hier bei den Muscheln war noch eine. Einer der Muscheln. Ja, deswegen weiß Bescheid. Jetzt muss er nur noch rankommen. Mit ein bisschen Schaden, aber Nummer 5 haben wir. Okay. Es geht ein bisschen schneller als die letzte Challenge. Challenge sage ich ja schon. Es ist die letzte Quest. Was auch immer. So, 5 haben wir schon. Hände können auch unten in der Höhle sein. Da sind noch Münzen drin.
Okay, da haben wir den Schalter mal nicht freigeschaltet. Puh, ja, da weiß ich nicht, wo der versteckte Schalter ist. Rote Münzen. Ich würde mal unter Wasser suchen. Da, wo der Aal unterwegs ist. Da können wir auch noch was finden. Vermute ich mal stark. Ansonsten müssen wir hier mal mit der Kollegin hier reden. Mit Bob Omb. Ein rosanes Bob Omb. Am Ohrkratz. Ich schwitze. Habe ich das schon mal gesagt? Habe ich das schon mal in irgendeiner Aufnahme erwähnt? Das ist hinter der... bei der Aufnahme hier schwitze. Hallo, ich mache die Kanonen zum Abschuss bereit. Das ist gut. Dann brauchen wir sie, falls wir sie später nicht brauchen. Falls wir sie später nochmal brauchen. Nicht brauchen ist falsch, dass die werden wir auf jeden Fall nochmal brauchen. Können wir das dann später hier nochmal... müssen wir nicht nochmal ansprechen. Das ist, glaube ich, jetzt für alle Kurse. Nicht für alle Kurse, aber jetzt für dieses Level, für den Kurs, komplett für alle Sterne freigeschaltet. So, schieß mich mal rüber. Kleine Abkürzung. So, rote Münzen. Das scheint eine rote Münze zu sein, da unten. Nummer 6. Oha. Nicht zu viel Schaden nehmen. Rote Münze. Sehr gut, Nummer 6. Nummer 7 und Nummer 8. Vielleicht nur Nummer 7 in dieser Höhle. Nummer 8 hat der Aal in seinem Mund. Ganz genau. Ja, okay. Das brauchen wir wahrscheinlich nicht dafür, aber... Münzen nehme ich gerne. Für die 100% wäre das ganz gut. Rote Münze. Rote Münze. Ich habe da Stern drin oder was. Den wir schon geholt haben. Oder was? Ja, den Stern haben wir schon geholt. Rote Münze. Im Boot drin. Falls wir jetzt noch reinkommen. Okay, hier sehe ich keine rote Münze. Gumbas sehe ich hier. Gumbas haben die Münzen nicht gefressen. Okay. Zwei rote Münzen fehlen uns noch. Da ist der Aal unterwegs. Hat wahrscheinlich eine rote Münze gefressen. Würde ich im Spiel zutrauen. Müssen wir an den Aal ran. Sieht gerade nicht so aus. Da ist nichts mehr drin. In die Muscheln gucken. Tja. Ansonsten über Wasser. Unter Wasser sehe ich jetzt hier gerade nichts mehr. Wo finden wir hier noch zwei rote Münzen? Ihr habt ja auch nichts mehr. Und verdammt, doch, da ist noch eine rote Münze. Rote Münze, rote Münze. Verdammt. Sind beide hier unter Wasser. In den Muscheln. Nummer 7. Rote Münze Nummer 8 ist wahrscheinlich auch noch in irgendeiner... in einer der Muscheln drin. Einmal reingucken. Nö.
Denn hier waren wir schon. Joa. Eine rote Münze müssen wir noch finden. Da oben ist noch eine Muschel. Du bist noch eine Muschel und du bist eine rote Münze. Sehr gut. Oh wei. So dicht unter Wasser. Sehr toll. Dann war den Stern. So holen wir uns den Stern für die roten Münzen. Das ging doch flott hier. Das haben wir jetzt hier vergleichsweise schnell geschafft. Also hier an Land mit uns. Ich glaube auf dem Schiff war die Münze. Ich meine der Stern. Na komm. Fahren wir doch schon mal hoch. Hoch hier. Wo ist der Stern? Hier drüben oder müssen wir hier noch ein bisschen woanders hin? Sehr schön. Nicht so schön. Na toll. Ist auch noch hier einen kaputt gemacht. So, zum Stern. Ich habe nicht aufgepasst, wo der aufgetaucht ist. Ich würde sagen, auf dem Schiff war das. Das sah nach Schiff aus. Das sah heftig nach Schiff aus. Würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, Schiff. Müssen wir noch mal hinten auf den Kutter da hinten. Oh Mann. Ein bisschen die Steuerung beherrschen ist ja auch nicht schlecht. Es wäre nicht schlecht. Da ich ziehe hier alles wieder raus. Ich zögere was hinaus. Ich habe meine Verzögerungstaktiken. Dann wird schön viele Parts draus kriegen. Und wir hier das Möglichste ins Dreifache ziehen. Ich werde wahrscheinlich bei Sunshine dann wieder mit Part 1 anfangen, aber dass wir hier ein paar 64 Parts haben, damit wir hier nicht nach 20 Parts schon fertig sind. Wir hier schön 50 oder 60 Parts 64 haben. Ich habe mal überlegt, ob ich das einfach so, ob ich das durchnummeriere, ob ich mit Sunshine dann bei 67 anfangen oder so, wie auch immer das ist. 67 ist gerade die Münzenzahl. Habe ich nicht gelesen. Mein Unterbewusstsein hat mir 67 gesagt. Ist das genial oder ist das genial? Mein Unterbewusstsein hat gesagt, nimm die Zahl 67. Ich kann euch jetzt anlügen, ich kann euch jetzt täuschen, aber es war auch irgendwie so. Ich kann euch jetzt Bullshit erzählen, aber ich habe gerade nicht auf die Zahlen geachtet und habe dann mein Unterbewusstsein hat gesagt, eine random Zahl, eine zufällige Zahl, es muss die 67 sein. Interessant. Hätte auch die 23 sein können. Oder die 2. Finden die 8 roten Münzen. Jo. Stern Nummer 23.